Das ist die Shani. Shani ist geschätzt ungefähr 3 Jahre alt. Sie kommt aus einem Animal Hoarding Fall. Also sie hat mit sehr vielen Hunden zusammengelebt in einer Wohnung. Ich glaube gar nicht, dass sie es so schlecht hatte, aber sie kennt halt gar nichts. Und deswegen habe ich auch den Maulkorb dabei, weil sie mit fremden Menschen anfangs erstmal Probleme hat. Aber wenn man sich wirklich mal so ihr Vertrauen erkämpft hat, dann ist sie eine totale Schmusebacke und ganz, ganz lieb. Freut sich wirklich über Führung, dass man für sie übernimmt, weil sie klärt zwar selber, wenn man die Führung nicht übernimmt, aber sie will es eigentlich nicht. Kleine Kinder gehen gar nicht. Die sind zu unsicher in ihrem Tun. Das kann sie nicht einschätzen und sie geht dann echt nach vorne. Also aus der Angst heraus beißt sie auch. Ich würde ihr den Maulkorb grundsätzlich nur dann anziehen, wenn ich weiß, es sind viele Menschen rum. Und dann kann man ihr den super schnell anziehen. Sie ist wirklich sehr unkompliziert und toll. Also wirklich ein toller Hund. Aber man muss halt einfach wissen, dass sie diese Tendenzen hat bei Fremden. Da muss man einfach auch umsichtig vorgehen. Sie braucht ein bisschen bei fremden Hunden, bei Hundebegegnungen, wenn die Hunde blöd anlaffen oder so, dann ist sie da natürlich voll mit dabei. Aber auch da, Führung ist alles. Und für Futter macht sie eigentlich alles.